Tempomax Highlights, Höhepunkte der Woche. Im Studio Maike Krüger. Hallo aus Berlin und das sind unsere Themen heute. Herr der Ringe. Der deutsche Ingenieur Werner Stengel hat mehr als 500 Achterbahnen entworfen. Meisterin der Worte. Joanne K. Rowlings erster Roman für Erwachsene ist ein Bestseller. Und König der Wellen. Windsurf-Weltmeister Philipp Köster begeistert seine Fans auf Sylt. Ununterbrochen macht sich der deutsche Werner Stengel darüber Gedanken, was er den Menschen zumuten kann. Aber mindestens schreien sollen sie. Der Ingenieur hat mehr als 2/3 aller Achterbahnen weltweit konstruiert. Und dabei muss er immer wieder an die Grenzen gehen. Die Bahnen werden immer höher, schneller und wilder. Allein auf dem Münchner Oktoberfest stehen gerade 4 von ihnen. Minuten Nervenkitzel, Gekreische und Temporausch. Die Achterbahn, eine der Attraktionen auf dem Münchner Oktoberfest. Ergibt das Sinn? Toll! Das war extrem grausig und ich habe geschwitzt, weil er so drängt. Die Frisur ist einfach nur komplett zerstört, sonst ist gut. Es ist schön, vor allem wegen der Schnelligkeit und der Aufregung. Und er ist der Mann, der die Menschen zum Kreischen bringt. Werner Stengel, genannt der Achterbahn-Guru. Der 76-jährige Ingenieur hat mehr als 500 Achterbahnen auf der ganzen Welt konstruiert. Achterbahnfahren ist ein Erlebnisreiz, es ist eine Mutprobe. Und der Mensch erlebt Dinge in einer Achterbahn, die er im täglichen Leben nicht erlebt. Und das macht die Sache so spannend. Manchmal ist das tägliche Leben langweilig. Die Achterbahnfahrt ist nicht langweilig. Aber man weiß eins, auch wenn man Angst hat, im Bahnhof werde ich schon sicher ankommen und kann aussteigen. Und es war ein Erlebnisreiz. Die Wiesn ist sein Imperium. Alle Achterbahnen hier stammen von ihm. Ebenso weitere Fahrgeschäfte. Am Anfang seiner Karriere stand ein Meisterwerk. Die erste Stahlachterbahn Deutschlands. Dann habe ich bei der NASA mir Papiere besorgt, was müssen die Astronauten vertragen. Bei Piloten habe ich geschaut, was sind da für Belastungen bei denen vorhanden. Habe aber dann gesagt, ich muss einen Sicherheitsabstand halten, denn auf einer Achterbahn fährt ja die allgemeine Population von 10 bis 80 Jahren. Und so bin ich langsam dahin gekommen, als Autodidakt würde ich sagen. Die Ursprünge der Achterbahn sollen im Russland des 16. Jahrhunderts liegen. Künstliche Eisberge zum Herunterrutschen. Ein Kohlebergwerk mit seinen Loren gilt in den USA als Achterbahnvorläufer. Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnen die ersten kommerziellen Bahnen. Nicht selten enden die Fahrten damals noch mit Knochenbrüchen und Schleudertraumata. Sicherheitscheck an seinem Olympia-Looping. Dass heute niemand mehr nach der Fahrt ins Krankenhaus muss, ist auch ein Verdienst von Werner Stengel. Er hat den Sicherheitsstandard der Bahnen weltweit revolutioniert. Wir haben die Schienen besser gebogen, wir haben die ganzen Fahrten glatter gemacht. Und dann hat man den Schulterbügel dazu erfunden und entwickelt. Und der hält den Fahrgast jetzt stramm hier im Sitz. Früher hat man die Loopings in Kreisen gebaut und das verträgt ein normaler Mensch nicht. Da wird man verletzt. Und das war einfach die Erfindung, diesen Looping wie eine Spirale zu bauen. Und jetzt ist er verträglich fahrbar. Die ersten so überarbeiteten Loopings finden sich in Werner Stengels Achterbahn Revolution in Kalifornien. Egal auf welchem Kontinent Achterbahnfahrer eine Bahn besteigen, mit hoher Wahrscheinlichkeit stammt sie aus der Achterbahndenkfabrik Stengel. Alle Ideen entstehen hier, in Stengels Ingenieurbüro in München. Seit 5 Jahren ist er schon im Ruhestand, er gilt aber noch immer als der kreative Leiter. Vor allem für den asiatischen Raum werden hier zurzeit Bahnen entwickelt. Die Bahn muss auch so interessant sein, dass die Leute sagen, da fährst du nochmal mit. Und wenn sie das nächste Jahr kommen, da musst du hin, da fährst du nochmal. Es gibt ja Geschäfte, wo die Kunden aussteigen, die Passagiere, und dann plötzlich sagen, alter Hut, da musst du gar nicht drauf gehen, da fährst du nicht nochmal und so weiter. Das ist auch eine Verpflichtung von uns, dafür zu sorgen, dass die Bahnen attraktiv sind.
Und das scheinen sie nach wie vor zu sein. Die Achterbahnen gehören zu den beliebtesten Fahrgeschäften auf dem Oktoberfest. Doch immer denkt der Achterbahnguru darüber nach, wie er Nervenkitzel und Kreisspegel weiter steigern könnte. Ich träume eigentlich davon, so eine interaktive Achterbahn zu entwickeln. Die Bahn fährt gar nicht so schnell, aber die Leute haben so ein Lasergewehr, die Fahrgäste. Und die schießen während der Fahrt auf Ziele oder auf andere Wagen und damit sammeln sie Punkte. Die Menschen wollen ein bisschen beteiligt sein beim Spaß. Wer weiß, wie es sich dann anhören würde während einer Achterbahnfahrt. Die Kritiken in den Kulturmagazinen über ihr neues Buch hätten besser sein können. Joanne K. Rowlings Geschichte über den plötzlichen Todesfall in einer Kleinstadt und was er dann in der Gemeinde auslöst, wäre nicht besonders originell, schrieben einige. Aber all diese schlechten Kritiken konnten nicht verhindern, dass der erste Roman der Schriftstellerin, der ausdrücklich nicht für Kinder geschrieben wurde, sofort den ersten Platz der deutschen Bestsellerliste erreichte. Und damit knüpft sie direkt an die alten Erfolge mit ihrem Zauberlehrling Harry Potter an. Seit dem 27. September ist das neue Buch von Joanne K. Rowling nun auf dem Markt. Mehr als 375.000 Ausgaben sind nach Verlagsangaben innerhalb der ersten Woche weltweit verkauft worden. In Deutschland führt das Werk seit mehreren Tagen die Belletristik-Buchcharts an. In Großbritannien liegt es auf Platz 1 der Bestsellerliste des weltweit größten Online-Buchhändlers. Die britische Literaturwissenschaftlerin Lindsay Fraser kennt Joanne K. Rowling seit mehr als 15 Jahren persönlich. Das neue Buch hat sie natürlich sofort gelesen. Das Buch wird ein Bestseller, dafür garantiert der Name J.K. Rowling. Ohne ihn wäre das Buch vielleicht weniger erfolgreich. Die Geschichte aber wäre so oder so publiziert worden, weil sich die Leser in ihr wiedererkennen. Rowling ist ein Phänomen, das man von ihrer Vergangenheit nicht trennen kann. Denn eigentlich steht der Name Joanne K. Rowling natürlich für Harry Potter. Die 7 Bände wurden in 65 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 450 Millionen Mal verkauft. Allein die Verfilmungen spielten mehrere Milliarden Euro ein. Die Geschichten um die Abenteuer des Zauberlehrlings lösten einen internationalen Harry Potter-Kult aus. Er hat Millionen Fans auf der ganzen Welt. So wie Craig Fisk Milband und Laura Younger aus Coventry. Die haben das neue Buch bereits dem Harry-Potter-Check unterzogen. Dass es ganz ohne ihr Idol auskommt, ist für sie nur ein kleiner Wermutstropfen. Ich mag den Part über die Kleinstadt und dass es dort unheimlich und gruselig zugeht. Die Geschichte gefällt mir gut. Das ist ein wirklich tolles Buch. Der Sprachstil ist genau der von Harry Potter. Allerdings fehlt die Magie. Die beiden sind die vielleicht größten Harry-Potter-Fans im ganzen Königreich. Sie haben sogar im Harry-Potter-Stil geheiratet und sind bei jeder Fanveranstaltung dabei. Zur Buchveröffentlichung vor wenigen Tagen waren sie unter den Ersten, die das Werk in einem Buchladen in ihrer Heimatstadt in Empfang nehmen konnten. Für die beiden ein ganz besonderer Tag. Ich habe monatelang auf diesen Moment gewartet. Es gab so eine große Geheimniskrämerei um diesen Roman. Und jetzt kann man endlich drüber sprechen. Am Abend ein weiteres Highlight für die beiden. Im Londoner Southbank Center findet die erste Lesung von Joanne K. Rowling aus dem neuen Buch statt. Barry Fairbrother did not want to go out to dinner. He had endured a thumping headache for most of the weekend and was struggling to make a deadline for the local newspaper. Der Roman erzählt, wie in einer britischen Kleinstadt nach einem Todesfall das soziale Gefüge auseinanderbricht. Innerhalb von 48 Stunden waren die 1000 Karten für die Veranstaltung ausverkauft. Ich habe es so genossen, dass ich keine Verpflichtungen mehr hatte. Keiner wusste, dass ich wieder schrieb. Plötzlich war da eine ganz neue Romanwelt. Nach Harry Potter war das für mich ein wunderbarer Ort. Ich hatte so viel Druck. Die Leute warteten immer schon 3 Sekunden nach der Veröffentlichung auf das nächste Harry Potter Buch. Und so verbrachte ich ein paar Jahre im Luxus. Keiner wusste, was ich tue. Nach der Lesung signiert Joanne K. Rowling den wartenden Fans ihre Bücher. Auch Craig Fisk Milband und Laura Younger können ein Autogramm ergattern. Joanne K. Rowling ist genau so, wie wir sie uns vorgestellt hatten, nur ein wenig humorvoller. Jetzt wissen wir, dass sie trotz ihres Erfolges auf dem Boden der Tatsachen geblieben ist. Oh ja, wir lieben sie.
Joanne K. Rowling lebt die meiste Zeit im schottischen Edinburgh, genau wie ihre Biografin, die Literaturexpertin Lindsay Fraser. Sie hält Rowlings Schritt hin zur Erwachsenenliteratur für eine mutige und richtige Entscheidung. Sie wendet sich an eine ganz neue Leserschaft. Die, die als Erwachsene Harry Potter gelesen haben, werden das Buch lesen. Und natürlich die jungen Harry Potter-Fans, die jetzt 20 Jahre und älter sind. Ein plötzlicher Todesfall macht J.K. zu einer Romanautorin. Sie hat jetzt bewiesen, dass sie beides kann. Wenn Lindsay Fraser recht behält, dann wird J.K. Rowling sogar noch mehr Leser für sich gewinnen können. Craig Fisk Milband und Laura Younger jedenfalls bleiben von ihrer Erzählkunst auch weiterhin verzaubert. Philipp Köster ist der Mann der großen Sprünge. Kaum ein anderer bringt Wind und Wellen mit so viel Leichtigkeit unter Kontrolle wie er. Der Deutsche ist der zweitjüngste Weltmeister im Windsurfen aller Zeiten und hat sich den Titel gerade zum zweiten Mal gesichert. Zurzeit trifft sich die Weltelite auf der deutschen Nordseeinsel Sylt beim Windsurf World Cup Sylt, einem der weltweit wichtigsten. Für Köster die Gelegenheit zu zeigen, was er kann. Perfekte Windverhältnisse vor dem Strand von Westerland auf Sylt. Philipp Köster ist in seinem Element. Seine Disziplin ist das Wave Riding, zu Deutsch Wellenreiten. Das Ziel, mit dem Windsurfbrett die Wellen abzureiten und spektakuläre Tricks zu zeigen. Das ist einfach ein tolles Gefühl, weil man einfach hochspringen kann und runtergucken kann und so denken, wow. Ich fliege ja ein bisschen. Und ja, das hat man halt nicht so oft bei Sportarten. Und ich weiß nicht, ich habe es einmal angefangen und nie wieder gelassen. Zurück am Strand. Der Doppelweltmeister wird gefeiert. Erst Ende September sicherte er sich in Dänemark durch seinen hohen Punktevorsprung vorzeitig den erneuten Titel. Ah, der zweite Titel bedeutet für mich schon viel, weil der erste Titel, der war super, aber jetzt den Titel zu verteidigen war wieder eine andere Sache und war etwas schwerer. Und ja, jetzt sind wir hier auf Sylt und ich hatte echt super Tage. Und gestern war es schon richtig toll, als ich wieder vom Wasser gekommen bin und dann so viele Menschen um mich herum waren. Das war ein tolles Erlebnis. Und das passiert ihm noch häufiger in diesen Tagen. Eine von vielen Autogrammstunden am Strand von Westerland. Ganz toller Typ ist das, richtig Kämpfer ist das. Das ist wirklich. Ist ein guter, ist ein lockerer, offener Typ. Man sieht ja, wie gut er mit den Leuten hier umgeht, wie nah man an ihn rankommt und so. Ich finde ihn total sympathisch und er hat ein ganz nettes Lächeln. Und ich finde es sensationell, dass er in diesem Alter schon so viel erreicht hat. Auch die Werbung hat das Potenzial der Surfstars schon erkannt. Im Clip eines Autoherstellers wird der 18-Jährige als Frauenschwarm inszeniert. Und auf Sylt stehen neben den Wettbewerben auch Sponsorentermine auf dem Programm. Bei all dem Rummel immer an seiner Seite Rolf Köster, sein Vater und Lehrmeister. Da, wo er aufgewachsen ist, wir liegen direkt am Meer und hat eigentlich das vor Ort, was andere von träumen. Und das ist eben halt viel Wind und viel Welle. Und das hat ihn auch geprägt. Denn Philipp Köster ist auf der Insel Gran Canaria aufgewachsen, wo seine Eltern eine Surfschule betreiben. Mit 15 Jahren gewinnt er den ersten Wettbewerb der Windsurf-Weltmeisterschaft. Im vergangenen Jahr holt er den Weltmeistertitel. Am wohlsten fühle ich mich natürlich auf dem Board. Da habe ich da am meisten Spaß. Und am Strand, ja, da denke ich immer drüber nach, ja, wann kann ich wieder aufs Wasser. Deswegen, auf dem Wasser hat, ja, da ist man schon frei und ja, es gibt auch keine Regeln so wirklich. Kurz vor einem der wichtigsten Wettkämpfe beim Windsurf World Cup auf Sylt. Die Anspannung ist groß. Hier hat Philipp Köster bisher noch nie gewinnen können. Na, das bedeutet mir eigentlich schon recht viel, mal für den ganzen deutschen Publikum mal ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und dann geht es raus aufs Wasser. Seine Sprünge auf den Wellen sind bis zu 10 Meter hoch. Nach diesem Etappensieg ist ihm der Gewinn des Wettbewerbs auf Sylt kaum noch zu nehmen. Es war schon schwierig, aber zum Schluss habe ich es irgendwie geschafft. Und dann habe ich mich auch langsam dran gewöhnt an die Bedingungen. Und ja, alles super. Ein erfolgreicher Tag für Philipp Köster. Und ganz nebenbei trägt der Surfstar auch noch zur Nachwuchsförderung seiner Lieblingsdisziplin bei.
Also ich sehe ja auch am Strand sehr viele kleine Jungs, die mich dann fragen und Autogramme bitten und da auch sagen, ja, ich war jetzt auch im Wasser vor kurzem, weil ich das auch machen wollte. Und bringt einfach Spaß, die dann auch zu sehen. Und ja, so habe ich auch angefangen. Vielleicht wird ja einer seiner kleinen Fans irgendwann ihn herausfordern. Hier auf der Insel Sylt, bei einem der größten Windsurf-Wettbewerbe der Welt. Zum zweiten Mal bereits wird der deutsche Autokonzern Audi einen Architekturpreis verleihen. Mit 100.000 Euro ist es der höchstdotierte des Landes. Ausgezeichnet werden die Zukunftsvisionen der Architekturbüros für ganze Städte. Nominiert ist dabei auch ein Duo, das sich in der Branche noch überhaupt nicht beweisen konnte. Die beiden nennen sich Superpool und sie überzeugen mit ihrer Vision für eine türkische Metropole. Istanbul. Die einzige Metropole der Welt, die auf zwei Kontinenten liegt. Schnittstelle zwischen orientalischer und europäischer Kultur. Geprägt von einer mehr als 2500 Jahre langen Geschichte. Doch das alte Stadtbild verändert sich rasant. Genau deshalb sind sie hier. Das Architektenpaar Selver Gürdoğan und Gregers Tang Thompson. Vor 6 Jahren sind die Türken und der Däne gemeinsam nach Istanbul gezogen. Die Stadt vibriert, man fühlt an jeder Ecke das Leben. Es ist ihr Herz. Und im gleichen Atemzug auch ihr Problem. Es gibt so viel Leben und Lebendigkeit, aber irgendwie ist es außer Kontrolle geraten. Im Hafenviertel Karaköy führen die beiden unter dem Namen Superpool ihr Büro. Die Mitarbeiter kommen aus der ganzen Welt. Junge Architekten, die an der Entwicklung der Megacity Istanbul arbeiten und Einfluss auf die Gestaltung der Stadt nehmen wollen. Bis jetzt sind es noch Visionen. Wie dieser Entwurf für eines der größten Bauprojekte Istanbuls. Viel Wohnfläche auf engstem Raum mit integrierten Grünanlagen. Ähnlich das Konzept für ein Kulturzentrum. Die Gebäude sind terrassenförmig in den Hügel eingebaut. Auch hier sollen auf den Dächern Grünflächen entstehen, um die Gegend aufzuwerten. Istanbul ist eine Stadt, die eigentlich keine Wahrzeichen mehr braucht. Es geht also weniger um das rein Architektonische, sondern mehr darum, wie die Gebäude in ihre Umgebung integriert werden. Und genau dieses Zusammenspiel interessiert uns. Eine Stadt in Bewegung, die unaufhaltsam wächst. Offiziell hat Istanbul rund 13 Millionen Einwohner, inoffiziell geht man von 20 Millionen aus. Im Straßenverkehr sind jeden Tag 800 Fahrzeuge mehr unterwegs. Das Chaos der Megacity zu durchdringen, das war der erste große Auftrag von Superpool. 2009 veröffentlichten sie die Studie Mapping Istanbul. 2 Jahre hatten sie Daten gesammelt, zum Beispiel über Parkanlagen und Verkehrssysteme, um so die Stadt umfassend neu zu kartieren. Ohne Hilfe der Behörden, finanziert durch einen privaten Kulturfonds. Die meisten Daten haben wir auf eigene Faust gesammelt. Es gibt viele Informationen zur Stadt, aber von offizieller Seite ist man nicht daran interessiert, sie zu teilen. Und wir hatten kein Interesse daran, dass uns jemand über die Schulter schaut, was genau wir veröffentlichen. Noch steht das junge Architekturbüro am Anfang. Aber die Nominierung für einen Wettbewerb, den ein großer deutscher Autokonzern ausgeschrieben hat, könnte der Startschuss für eine internationale Karriere sein. Der Auftrag, ein Mobilitätskonzept für die Megacity 2030 zu entwickeln. Das Preisgeld 100.000 Euro. Eine große Herausforderung in einer Stadt wie Istanbul, die als zukünftiges Wirtschaftszentrum des gesamten Balkans und des Nahen Ostens gehandelt wird. Einzigartig durch die Lage und durch das Zusammenspiel von Orient und Okzident. Das türkisch-dänische Architektenpaar will dazu beitragen, dass die Zukunft der Stadt nicht nur von kommerziellen Interessen gesteuert, sondern nachhaltig geplant wird. Natürlich ist das, was wir tun, keine klassische Arbeit von Architekten, aber wir haben schließlich die Mittel, die Probleme einer Stadt zu veranschaulichen und zu zeigen, was sie für die Stadt bedeuten und was wir verbessern können. Die Zukunft von Megacities wie Istanbul hat gerade erst begonnen. Und damit auch die Arbeit von Architekten wie Superpool. Der
Der Berliner Künstler Christian Abe kann inzwischen bis zu 45.000 Euro für seine Werke auf dem freien Markt verlangen. In seiner Heimatstadt ist sein bisher größtes Werk zu sehen, und zwar gratis für alle. Denn er hatte den Wettbewerb um die Gestaltung einer Fassade gewonnen. Eine graue Plattenbausiedlung sollte so verschönert werden, und das ist ihm gelungen. Das ist das Ergebnis von 3 Monaten Arbeit. Christian Awe hat im Berliner Stadtteil Lichtenberg sein bislang größtes Werk erschaffen. Direkt gegenüber der ehemaligen Zentrale des DDR-Geheimdienstes. Der international erfolgreiche Streetartist ist in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen. Hier ist natürlich mein Zuhause, hier hängt mein Herz. Hier etwas zu machen, auch für die Leute, mit denen ich groß geworden bin. Mein Kiez ist natürlich was sehr Besonderes. Rückblick. Ende Juni beginnt Christian Awe im Auftrag einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft. Das Bild wird am Ende 30 Meter hoch und 15 Meter breit sein. Selbst für den erfahrenen Streetartist eine neue Größendimension. Ich hatte gehofft, einfach frei arbeiten zu können, loslegen zu können. Aber wenn man dann auf dieser Fassade steht, also auf dem Gerüst steht, man hat keinen Überblick, man weiß nicht, wie weit ist man oben? Man hat einen kleinen Blick, kann 1-2 Meter nach oben, 1-2 Meter nach unten gucken. Um sich an der fast 500 Quadratmeter großen Fassade orientieren zu können, greift Christian Awe auf eine mittelalterliche Technik zurück. Übertragungspunkte, transformierte Linien und Planquadrate. So hat schon Michelangelo im 16. Jahrhundert die Decke der Sixtinischen Kapelle gestaltet. Kunst via Koordinatensystem. Wir sind jetzt hier bei B10. Das heißt, wir sind jetzt hier. Jetzt kommt hier ein braun-lila Ton hier mit rein, um hier diesen Fleck zu bekommen, der dann hier oben halt nachher dann weitergeht. Normalerweise entstehen die Bilder von Christian Awe hier, in seinem Atelier. Es ist in einem 220 Quadratmeter großen Loft in Berlin-Lichtenberg. Christian Awe verkauft weltweit. Seine Werke erzielen Preise in fünfstelliger Höhe. Studiert hat der 34-Jährige in Berlin, unter anderem bei Georg Baselitz, einem der bekanntesten deutschen Gegenwartskünstler. Christian Awe stellt international aus, wie in Miami. Dieses Jahr erhält er den Kunstpreis der russischen Stadt Perm. In mehreren europäischen Städten sorgt er 2011 mit Live-Paintings für Aufsehen. Zurück in Berlin. Seit fast 8 Wochen arbeitet Christian Awe regelmäßig an der Hochhausfassade. Malerei hat meiner Meinung nach auch was mit einem gewissen Körpergefühl zu tun, zumindest meine Malerei. Rhythmus, Bewegung, das gehört halt alles dazu rein. Und da ist natürlich schon für mich Voraussetzung, dass ich einfach sozusagen eine Sportvergangenheit habe. 2005 wurde Christian Awe deutscher Meister im Streetball. Gute Kondition ist auch bei seinem derzeitigen Kunstprojekt gefragt. Täglich überwindet er rund 100 Höhenmeter. Bei 90 Arbeitstagen entspricht das einer Mount Everest-Besteigung, trotz perfekter Seilzuglogistik. Ich arbeite doch mit so vielen Farben und so unterschiedlichen Schattierungen, dass man einfach immer einen riesen Boost an Materialien einfach braucht. Ja. Das Malen ist das eine, aber das Ganze drumherum, die Organisation, das ist eigentlich das A und O. Christian Awe stehen mehrere Assistenten zur Verfügung. Jeder Handgriff folgt seinem Masterplan fürs Große und Ganze. Da brauchst du natürlich auch bestimmte Anweisungen, wie jetzt hier halt, das soll so bleiben, soll gelassen werden mit diesen. Das sind sozusagen meine Spritzer. Unten drunter sind schon verschiedene Farbflächen. Guck mal kurz, ob auf dieser Etage und der Etage drüber alles gut klebt. Das wäre gut. Typisch für Christian Awe, seine Bilder bestehen aus mehreren Schichten. In der 10. Woche taucht er die 33 Meter hohe Fassade in verschiedene Blautöne. Im Anschluss ziehe ich alle abgedeckten Spritzer wieder ab, dass sozusagen das Bild, was unten drunter versteckt ist, frei wird. Und so wächst dann alles zusammen. Nach 3 Monaten ist es geschafft. Das Gerüst ist abgebaut und Christian Awe verpasst dem Bild mit Hilfe eines Baukrans den letzten Feinschliff. Das Rot muss auf dem Blau richtig tänzeln und in Bewegung kommen und einfach ja, die Energie an die Nachbarschaft abgeben. 12.500 Meter Klebeband und 150 Liter Farbe hat Christian Awe insgesamt verbraucht. Man wandert mit dem Auge darüber und es ist die ganze Zeit, ist man gefordert. Ich finde das Bild ausdrucksstark in der Richtung, dass man sagt, die Natur ist schön, die Welt ist schön und das Leben kann schön sein.
Kunst inmitten von Hochhaustristesse. Christian Arve will bei seinem nächsten Projekt noch höher hinaus. Er soll ein ganzes Flugzeug bemalen. Christian Arve über den Wolken. Schöne Idee. Alle Infos zu den Themen unserer Sendung finden Sie auf unserer Seite im Internet unter dw.de/euromax. Das waren die Euromax Highlights für diese Woche. Und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.